Hallo und herzlich willkommen zurück bei Scum. Ja, wie ihr seht, wir befinden uns in der Nacht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wenn Sie reinkommen, können Sie rausgucken. Aber es ist, man sieht euch, also ich sehe für gar nichts, gell? So, wo war die Tür? Die müsste da gewesen sein, jawohl. So. Ah, traumhaft, wolkenlos und es regnet. Was sind denn das für Sternbilder? Haben die da die Original-Sternbilder mit reingemacht? Das wäre ja schon wieder cool. Das ist der Orion? Nee, gell? Täuscht. Gut. Ja. Ihr habt ja auch wieder fleißig in die Kommentare ein bisschen geschrieben. Ja, also den Unterschlupf habe ich gebastelt, den habe ich aufs Dach gesetzt. Ich glaube, das müsste ich euch am Tage zeigen. Genau, den habe ich aufs Dach gesetzt, den Unterschlupf. Ja, jetzt gucke ich mal auf die Karte, weil ihr habt gesagt, da sieht man ein Haar. Wahrscheinlich verdecke ich das gerade mit unserem Bobbel. Genau, und wir wollten ja eigentlich den Airdrop holen. Ja, ich habe es auch in einen Kommentar reingeschrieben. Ich bin gestorben. Mal wieder. Deswegen bin ich gleich hier an der Butze. Und ich habe mir eigentlich überlegt, ja, hier so ein bisschen mal rumzugucken, mir das Inventar nochmal anzugucken. Ich werde mal kurz die Handschuhe ausziehen und die Jacke und den Pulli werde ich mal kurz ausziehen, weil dann sehe ich mehr auf der Uhr. Weil wir haben ja sogar eine Uhr, das finde ich richtig klasse, da kann man so ein bisschen die Zeit überbrücken. 2 Uhr nachts haben wir es da. Nice Watch. Genau, und es wird noch ein bisschen dunkel bleiben. So, da habe ich mir überlegt, eben mich ein bisschen mit dem Inventar zu beschäftigen oder beziehungsweise mit dem Handwerk. Beleuchtung. Beleuchtung wäre doch mal ganz interessant. So. Säge, Axt und die anderen Materialien. Okay. So, da wollen wir noch mal gucken, was wir da alles brauchen. Was ist denn hier? Aha, eine praktische Bombe. Selbst das können wir basteln. Wasserbehälter, improvisierter Rucksack. Schuhe. Okay. Aus Fellen. Da können wir was gewinnen. Okay. Nahrung, no skills. Was hast du denn hier? Aha. Es kam auch zwischenzeitlich noch die Woche ein kleines Update raus. Genau. Und ja, die haben da irgendwas an so Hotfix waren das, glaube ich. Ich habe mich selbst mir nicht näher angeschaut. Ich sage auch gleich dazu, das ist quasi für mich dann erstmal die letzte Aufnahmesession. Weil es hat mich doch echt stark getroffen, dass ich wieder mal gestorben bin. Weil das doch echt schwer ist, das Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Ja, dann gebe ich dem Spiel halt noch ein bisschen Zeit. Ja, weil so wirkliche Quests bis auf diese Killbox gibt es da nicht, gell? Ich suche jetzt eigentlich so einen Behälter für Improvisiert Olcan. Okay. Genau, so einen improvisierten Behälter, Kanister mehr oder minder. Weil ich habe nämlich einen Traktor und einen Pickup an der Kurve stehen lassen müssen, weil ich ja gestorben bin. Ja, weil die Aufnahme für den heutigen Tag, die habe ich gelöscht. Weil da bin ich mal kurz gewöhnlich geworden. Ja, auch ich kann mal zur Weißglut getrieben werden, weil das hat mich echt stark deprimiert. Ja, aber Big Improvised Raft. Das ist ein Floß, ne? Jo. Guti. Feuertechnisch, was hast du denn hier? Bonfire. Etwas größeres Feuer, das kann man draußen basteln. Feuerring. Was brauche ich denn dafür? Uff. 8 Steine? Was hast du denn hier? Das kenne ich nicht. Bremsenöl, okay. Schießpulver. Oder Papier. Also irgendwas zum Anzünden halt. Und dann brauche ich ja noch Feuer, ne? Ja. Habe ich hier sowas wie einen Feuerstein? Brimstones.
Improvisierte Flashlight, okay. Für eine Waffe. Das sieht aus wie ein Objektiv, ne? Was brauche ich denn dafür? Ne, eine Taschenlampe ist das, okay. Und Panzertape, haha. Leider nicht. Genau. Was ist denn hier? Verbesserte Bodenfackel. Große unbewegliche Fackel aus einfachen Materialien und Öl. Sie hält länger und spendet selbst bei nassem Wetter Licht. Die bräuchte man quasi, weil es draußen regnet. Brauche ich denn da jetzt alles? Da brauche ich wieder das Bremsenöl. Was war jetzt das? Pflanzenöl. Habe ich nicht. Eine Komponente fehlt auf jeden Fall immer. Sorry, not sorry, not sorry. Ja, und natürlich sind die ganzen Materialien, die wir da in der ein Base, ich zeig's nochmal auf der Karte, die wir hier quasi eingesammelt haben, alle weg. Weil das Auto ja hier in dem Bereich ist mir das passiert. Hier bin ich entlang gefahren. Hier habe ich auch einen Traktor gefunden. Weil ich dann irgendwo hier oben gespawnt bin wieder, musste ich den Weg runterlaufen. Weil hier in dem Bereich, da war so eine Art Schießanlage, so eine, ja, so eine Standort-Schießanlage mehr oder minder. Da war wieder mal so ein Suicider, ja, der noch etwas menschlich ist. Ja, der hat halt hier gesagt, hier, ich komme mal vorbei und drück dich ganz kurz. Ja, und bei dem Drücken hat er sich halt mal kurz umgesetzt. Blöd. Genau. Schade. Gut, was machen wir jetzt? So. So, Dalle, gucken wir mal hier ganz rein. Aber wir haben ja hier eigentlich auch ordentlich Material gefunden. Genau, eine Angel. Könnten wir uns ja auch basteln. Zunder haben wir hier. Die Waffe haben wir noch nicht. Das war dieser Karabiner, glaube ich, gell? Dieses Jagdgewehr, mehr oder minder. Genau, Handwerk, warte mal. Die Angel. Eine Wurstspieß. Die Angel, wo finden wir denn hier mal eine Angel? Feuerbohrer, den kann man doch zum Feuer machen nutzen, ne? Ein Bohrer aus Holz, mit dem man genug Reibungshitze erzeugen kann, um ein Feuer zu entfachen. Jawohl, kann für die Bereiche genutzt werden. Jawohl, das ist doch eigentlich die Idee, um eine Fackel zu entfachen. Beziehungsweise hier so ein kleines Feuerchen. Aha. Tragbarer Gaskocher. Fackel. Bodenfackel. Verbesserte Bodenfackel. Was war das? Damit mögliche Eindringlinge angeleuchtet werden können. So. Wir wollten nochmal nach einer Angel gucken. Das ist hier Pfeil- und Bogengeschichten. Dildo Crossbow Bolt. Warum da ein Dildo mit reingepackt worden ist, weiß ich auch nicht, ja. Ah. Warte mal, die Nadel, habe ich die nicht gemacht? Oder war das vom vorletzten Mal sterben? Improvisierter Schwimmer quasi, ne? Da eine Angelrute, eine improvisierte. Zwei Stück von denen brauche ich. Zweimal Seil. Nägel und das, okay. Das Material müsste man ja haben, ne? Also zumindest das hier einmal. So. Handwerk. Die Nägel will da auch zwei Stück haben. Dann brauchen wir uns jetzt mal eine Angel. So schaut's mal aus. So, split mal gleich den Stack. Kann wieder zurück. Und dann brauchen wir noch Seile, müssten wir haben. Die Säge haben wir jetzt eigentlich nur noch hier. Diese Baumgeschichten. Das
So, Seile habe ich hier unten. 5 Stück. Okay. Sehr gut. Na dann, ab zum Holzfällen. Ausgestattet mit der Axt begibt er sich aus dem Gebäude raus und sucht sich einen Baum. Vor lauter Dunkelheit sieht er nicht, wo er hinsehen läuft. Aber hier ist schon mal ein Bäumchen und den fällen wir. Wenn mich jetzt was angreift, kann ich nicht sagen, aus welcher Richtung es kommt, weil ich sehe so gut wie gar nichts. So. Einmal. Zap, zap. Ja, das kommt dadurch, oder kommt davon, wenn man halt einfacher mal zu oft stirbt. So, machen wir das so. Dann sind halt auch mal die Taschen ein bisschen ramponierter. So. So. Ist das denn ernst? Ja, klassisch, nehmen wir es halt in die Hand. Nö, weißt du, ich gehe zum nächsten Baum, weil ich muss es ja nicht unbedingt bei mir im Inventar drin haben. Habt ihr ja mir, glaube ich, sogar gesagt. Wo ist denn da der nächste Baum? Weil es reicht, wenn es in der Umgebung auch liegt. So. Da ist doch schon der nächste Baum. Wir lassen mal fallen. Das war ja eine tolle Wurst. So. Ich versuche echt konzentriert in die Ferne zu blicken, aber keine Chance. Keine Chance, ich sehe es nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist das andere? Da. So. Ja, nee, so. Und so. Handwerk. Zweimal, zweimal, zweimal. Wieso zeigt er mir da jetzt nur ein Seil an? Aber gleich. So. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht ganz, aber gut, okay. Wenn das Spiel das so möchte, dann machen wir das natürlich so. Ganz klar. So, wo habe ich es hingelegt? Gut, dann. Woran scheitert denn das jetzt schon wieder? Ich habe doch alle Materialien da. Muss ich das lernen? Ja, das ist nicht so gut, finde ich. Das können wir uns basteln, weil wir haben ja Dosen mit im Inventar, weil dann können wir die vorher trinken, die leere Dose, und dann denke ich mal, ist auch gut. So, wieso kann ich dich nicht bauen? Warum muss ich das Zeug wirklich ins... Nee, muss ich doch nicht ins Inventar nehmen, macht doch gar keinen Sinn. Mal ganz ehrlich, ich bin doch hier grün, ich bin doch safe. Lass mich das doch bitte herstellen. Ich habe alle Materialien da, definitiv. Oder zweimal volle Sätze. Ah, das kann natürlich auch sein, dass ich jeweils immer 10-10 brauche von den Seilen, weil ich brauche ja auch genug Leine, sage ich mal, um die Leine auszuwerfen. Dann tausche ich doch den mal kurz aus gegen den. Und jetzt werden wir sehen,
dass es funktionieren wird. Wirst du sehen. Ja. So, da bin ich. Et voilà. Handwerk. Und wir können es bauen. Also, wir brauchen vollständige Sätze der Seile. Jetzt macht es auch Sinn. Alles klar. Richtig gut. So, was hat er denn schon wieder? Item destroyed. Aber wir haben unsere Angel noch bekommen, oder? Nee, hat er nicht bekommen. Warum denn jetzt nicht? Weil die Säge gebrochen ist? Nee, da ist die Angel. Alles schick, alles gut. Bin schon wieder brav. So. Gut, haben wir das. Handwerk. Dann brauchen wir ja noch einen Schwimmer. Beziehungsweise den hier. Den stellen wir jetzt mal her. Das wird dann erst hier mal mein improvisierter Angelhaken. Dass er den nicht gleich einpackt, verstehe ich auch nicht. Und dass das so viel Platz braucht. Ja, da hat man, glaube ich, schon oft genug drüber geredet. Da möchte ich nicht weiter drüber reden, weil ich finde das teilweise echt. Weiß nicht, weil das hier ist ein kleines Ding, das packe ich mir in die Hosentasche rein. Ja, oder in die Taschenuhr-Hosentasche an der Jeanshose. Das ist die kleine Tasche, die immer so eng ist. Da kommt die Taschenuhr rein. Aber das brauche ich euch ja nicht erzählen, das wisst ihr ja auch. Also zumindestens das ältere Klientel. Okay. Jüngeren weiß ich nicht, ob die das wissen, was die kleine Tasche zu bedeuten hat. So. Aber jetzt wollte ich nochmal gucken. Ja, nicht böse gemeint ans ältere Klientel. Ich finde das super, weil ihr seid so jung wie ich. Oh, den habe ich gesucht, den habe ich doch gemacht. Und einen Korken. Beziehungsweise ihr fühlt euch so jung wie ich bin. Das finde ich richtig gut. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, halte ich einfach mein Maul und wir basteln jetzt diesen Schwimmer. Nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Spaß muss sein. Gut, mein Spaß versteht auch nicht jeder. Oh, ist ja wurscht. Ich bin jetzt ruhig. So, jetzt haben wir hier einen improvisierten Fishing-Floater gebastelt. Sehr schön. So. Der liegt natürlich hier am Boden. Das ist auch so ein Ding, verstehe nicht, dass es so groß ist. Gut. Okay. Einen Schnellzugriff übernehmen, hat er gemacht. Da war eine Fliege, Entschuldigung. Da werde ich wie die Katze. So. Haben wir da auch wieder was drin? 1, 2, 3. 4, 5. Sehr gut. Jetzt essen wir mal hier ein paar Chips. Da bringt man mal ein bisschen Zucker. Trinkt man noch einen Schluck, das ist nämlich die letzte Dose. Dann ist sie auch weg. So, die Dose ist jetzt leer. Die donnern wir mal kurz hier mit rein. Nee. Die schmeiße ich hier mit rein. Zack. Was könnte man aus einer leeren Dose basteln? Was könnten wir aus einer leeren Dose basteln? Ich bin gerade am Überlegen. Wasserfänger. Ich weiß es gar nicht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Was habe ich denn hier? Tomatensoße. Ja, guck an. Kann man ja sehen, mal richtiger Gourmet, Alter. Was können wir denn hier eigentlich essenstechnisch schon basteln? Ja, also die Folge wird ein bisschen ruhiger, weil wir haben auch schon 20 Minuten durch. Ja. So, was habe ich denn hier? Würste. Woraus kann ich denn Würste machen? Ja, genau. Für ein Würstchen brauche ich die Komponenten, also Gedärme, hier ein bisschen Steak. Ehrensteaks vor allem. Limo. Meersalz, Gewürzmischung. Ja, hau doch ab. Ist ja Wahnsinn. Ganz schönes Rezept für so Würstchen. Eine Suppe. So, den das Lagerfeuer, das zeichnen wir uns auch schon mal an. Dann werden wir hier so nebenbei. Können wir das hier oben drauf bauen? Das wäre ja voll romantisch. Macht zwar keinen Sinn, ein Lagerfeuer auf Holz zu packen, aber so beim Angeln, hier so eine kleine Feuerstelle.
Finde ich schon romantisch. So, was brauchen wir denn da? Achso, das war die Geschichte. Ja, Schießpulver, genau, haben wir ja. So. Gut. So, warte mal, die Angel haben wir ja ausgestattet. Jetzt frage ich mich aber, was hat er, jetzt zappelt er schon wieder so. Jetzt frage ich mich aber für die Angel, ich muss das doch noch irgendwie verbinden miteinander, oder? Improvisierte Fishingline. Untersuchen. Wie mache ich das jetzt? Ist das schon automatisch auf der drauf? Muss ich das mit draufziehen? Ich verstehe es nicht. Es muss doch noch kombiniert werden, weil so haue ich ja einfach nur diese Leine raus und das war's ja dann. Gut, man sieht jetzt auch nichts. Ja, wie nutzt man die? Gar nicht. Herrschaftszeiten, das muss ja schon wieder biegen. Das mit der Angel stelle ich nochmal zurück, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man da angelt, weil. Muss doch da diesen Schwimmer noch anbringen und eben unseren improvisierten Haken, oder nicht? Ich brauche ja dann auch noch Köder. So sieht es nämlich aus. Köder brauche ich ja auch noch. Aber Köder haben wir ja, das ist ja nicht das Problem. So. Wo ist denn jetzt die. Oh, hat er jetzt die Angel fallen lassen? Ah, gut, das ist. Das finde ich auch ein bisschen umständlich. So. Dann muss ich das da alles drinnen lassen. Ja, weiß ich nicht. Nee, kann ich nicht sagen. So, Baumstämme wollte ich ja das Lagerfeuer haben, gell? So, wo bin ich denn hier? Sind die Baumstämme schon weg? Ja, warte mal, waren das auch wirklich Baumstämme oder war das hier dieses kleine Ding? Hier, die kleinen Holzscheite. Das waren die kleinen. Müsste ich ja daraus kriegen. Macht er noch Holzbretter. Okay. Small. Das ist gut. Ihr Stück hat er gesagt. Die müssten wir ja hier reinkriegen. Ja, dicke. Schau an. Voll gut. Den packe ich dann auch noch mit rein. Wurde denn jetzt hingetan? Gut. Rein. So, Reinen. Steine, Steine, das könnte ein Steinhaufen sein. Jo. Da hat er einen. So. Einmal. Ich glaube, das waren auch vier, gell? Oder acht. Acht waren es. Acht waren es, genau. Acht an der Zahl. Auch nur einen wieder. Ach komm. Wir haben mal so zwei. Das wäre schon mal ganz gut. Dann hätten wir da unser Lagerfeuer auch schon mal.
So, da werden ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja. Sag ich doch zwei. Man muss nur mal kurz höflich sein, ein bisschen fragen. Alles schick. So, 245. Und nochmal zwei, komm. Einen. Den kriegen wir noch zur Not hier mit rein. Mal sechs, noch zwei, komm. Die kriegen wir jetzt noch hin. So. Perfekt. Oh, da kriegen wir gleich drei raus, Mensch. Da nehmen wir auch alle mit. Wunderbar. Dann haben wir auch schon unsere erste Lagerfeuerstelle. Voll gut. Gefällt mir. Gut, zwar. So. So, jetzt brauchen wir noch. Ah, das Zunderzeug brauchen wir noch. So, oh, hier hat ja auch noch Steine gehabt. Siehst du, gucke. So, Zunder. So. Schießpulver 150. Das gucke ich mal, weil es hat ja aufgehört zu regnen. Ist da. Geil. Feuerring. Burning Stage 0 von 10. Burning Stage. Da brauchen sie wieder meine Probleme. Meine drei. So, was kann ich da herstellen? Achso, das wollen wir ja nicht, nee. Aber wir hatten noch hier so ein Feuerbohrer. Das Holzbündel, das war weiter oben, ne? Das war die Angel. So, was brauche ich dafür? Zwei lange Stöcker und eine Säge. Machen wir doch. Die müssten rein theoretisch hier noch mit rumliegen, ne? Nee, aber hier. Hatte ich ein. Nee, hatte ich nicht, gell? So, na, na. So. Lang? Ah, ich stehe zu weit weg, weil da sind doch zwei lange. Lang. Lang. Und hier ist lang. Ja, zwei lange. Perfekt. So. Herstellen. Einen ganz schönen Nacken hat er gekriegt, gell? So, mit dem Helm auf hat. Geleck. So, dann haben wir das hier. Wie groß ist denn das? Ah, ist ja gar nicht so groß. Wie oft kann ich das nutzen? Dreimal anscheinend. Wollen wir mal gucken. So. Feuerring, Feuerring. Nimmst du mal in die Hand? Burning Stage, muss ich da noch irgendwas separat Feuer reinmachen? Oder muss ich da so ein Grillrost drüber machen? Der zappelt schon wieder so komisch. Wahrscheinlich muss er mal etwas größer. Jo. Jo, 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 muss er. Nein. Können wir ja nebenbei mal so gucken. Was hat er noch so zu. So braucht. Gut, funktioniert nicht, wenn er gerade was anderes macht. Gut. Ja. Burning State. Was ist denn hier? Spieß. Entschuldigung. Ist auch schon spät. Es ist brutal warm. Ich weiß nicht, wie warm es bei euch ist. Aber bei uns waren es heute über 30 Grad. Ja, also wir haben Freitag, den 18.06. Brutal. Alter, Geleck. Ja. Und ich habe eine Dachgeschosswohnung. Oder ich lebe in einer Dachgeschosswohnung, sagen wir es so. Und
Das ist ganz schön heiß hier. Ja, so. Gut, okay, dann würde ich sagen, was bist denn du hier? Ein Barbecue, ein improvisierter Grill ist das quasi auf gut Deutsch, ne? So. Eine improvisierte Lupe. Wozu kann ich mir so ein Feuerbohrer basteln? Ich habe alles im Feuer drinne, also für in meiner Feuerstelle, und dann kann ich das nicht anzünden. Brauche ich nochmal separat Brennmaterial. Ich probiere es jetzt mal aus. Warte mal, wir haben doch hier kleine Stöcke. Upsi. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Okay. Immer noch nicht. Aber jetzt. So. Jetzt packen wir das doch einfach mal da rein. Warte mal, wo ist das Haus? Da. Zerstören, Feuer. Feuer anzünden. Alter, Geleck, so geht es. Ah. Ja, krass. Das muss man erstmal. Rechtsklick, merke dir, mehr Rechtsklick. Und jetzt schau mal, wie schön das aussieht. Mei, ist das idyllisch, ha? Das ist doch voll geil. Voll gut, alles klar. Ich bringe jetzt hier die kleinen Holzstücke noch weg. Die packen wir gleich hier rein. Oh, das war ein langer. Deswegen hat er da nicht reingepasst. Die packen wir jetzt hier noch mit rein. Ups, das ist auch ein langer. Das ist so als Trennung. Oh, zack, passt. Sehr schön, dann machen wir hier Folgenende. Wie gesagt, letzte Folge oder die eigentliche heutige Folge, die zeige ich nicht, die habe ich auch schon gelöscht, weil da bin ich halt mal wieder gestorben und da habe ich richtig geschimpft und das muss ich ja nicht zeigen unbedingt. Das muss ja nicht sein. Genau, das wird auch die letzte Aufnahmesession vorerst mal sein. Ich beschäftige mich jetzt erst einmal mit den ganzen, ja, hier, was man bauen kann und so ein bisschen. Und ich würde gerne in dieser Aufnahmesession so ein bisschen an den Eskus sagt man doch dazu, gell? Hier an diesen Dingern arbeiten, dass ich hier wenigstens eine Reihe fertig kriege. Ja, also nichts Spannendes. Ich werde auch noch auf Loot-Tour gehen nebenbei. Vielleicht findet man ja noch mal einen Kanister, weil die Fahrzeuge, das muss ich kurz überlegen, die befinden sich hier in diesem Bereich. Kurz vor der Tanke, ich glaube hier so, sogar in der Kurve. Genau, da steht der Pickup und eben der Traktor, den ich angesprochen hatte. Jo. Genau. Oh, hier ist auch schon wieder ein Airdrop. Das ist gar nicht mal so weit weg. Den machen wir in der nächsten Folge. Und sollte ich dabei draufgehen, ist das die letzte Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal wieder mit dabei sein. Vielleicht bei der vorerst letzten Folge, vielleicht auch bei der letzten Aufnahmesession. Für dieses Spiel Scum. Sehr gutes Spiel, aber bockschwer. Ciao, macht's es gut.